Wizz Air baut auch in Deutschland weiterhin ihr Streckennetz aus. So kommt aktuell Frankfurt und Berlin hinzu. Die Betreiber des Flughafens Frankfurts freuen sich bereits auf die nächste Low-Cost-Airline auf dem großen Rhein-Main-Flughafen und sehen einer erfolgreichen Flugstrecke entgegen. Ja, Stichwort Low-Cost. Wir freuen uns auf eine Aufstockung auch unseres Kunden Wizz Air. Die Wizz Air fliegt im Winter erstmals nach Budapest von Frankfurt, wird in Kürze den Betrieb aufnehmen. Sehr interessante Destination, gerade im Winter. Ich habe gehört, einer der schönsten Weihnachtsmärkte in Europa. Also können wir nur empfehlen, das auch tatsächlich mal zu nutzen. Mit sehr, sehr günstigen Angeboten von der Wizz Air hier ab Frankfurt ist man schnell da. Die Wizz Air breitet derzeit in enormer Geschwindigkeit ihre Flügel über den europäischen Markt aus. Airline-Experten beobachten diese Entwicklung bereits seit langem. Ja, die Wizz Air hat den Nachteil, vielleicht auch den Vorteil, dass sie ein wenig unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung fliegt. Alle sind fokussiert auf EasyJet und Ryanair. Nichtsdestotrotz ist die Erfolgsgeschichte, die Wachstumsgeschichte von Wizz mindestens genauso beeindruckend. Vor allen Dingen in einem schwierigen markttechnischen Umfeld in Osteuropa. Von daher muss man sagen, die Konsolidierung, die wir gegenwärtig erleben, mit einer stärkeren Dominanz einiger weniger Player, umfasst auch die Wachstumsstrategie der Wizz Air. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis das auch in der öffentlichen Wahrnehmung deutlicher wird und bis auch jeder bemerkt, dass eben nicht nur die Low-Cost-Offensive aus dem Westen kommt, sondern gleichzeitig aus dem Osten. So fliegt Wizz Air mittlerweile ganz vorne mit unter den europäischen Low-Cost-Airlines mit weiterem Ziel an die Spitze.